Hallo Freunde, Chris Kamin hier, wieder Kamin Zimbels, ungekürzt und verblümt und immer geradeaus. Heute mit einem Klassiker und zwar Silien Flat Top Right, 20 Zoll. Ich habe eine kleine Schwäche für Flat Rides. Die wird leider nicht so ganz von euch unterstützt, weil ihr zu wenige Flat Rides spielt. Das heißt, ich bekomme jetzt nicht so oft immer Flat Rides rein. Deswegen dachte ich, mache ich jetzt hier auch nochmal ein kleines Video zu dem wunderschönen Teil. Der Punkt ist der, Flat Rides, klar, natürlich, sie haben keine Kuppe. Das heißt aber, ihr habt den reinen Ride-Effekt und das ist ja eigentlich auch das Schöne. Ne? Jetzt mal ehrlich, wenn ihr euch so fragt, wofür braucht ihr jetzt groß eine Kuppe? Bei wie vielen Songs braucht ihr die Kuppe, außer ihr seid in einer Heavy Metal, sonst was, oder Samba-Tro oder, naja, egal. Der Punkt ist halt immer der, eine Kuppe strahlt natürlich ihre hohen Frequenzanteile, weil die ja wie eine Kirchenglocke quasi ist, strahlt immer mit ins Becken hinein. Das heißt, wenn wir das nicht haben, haben wir erstmal schon mal ein anderes Grundtonspektrum, wir haben eine andere Ausklingphase beim Becken und wir können uns im Prinzip auf das konzentrieren, was wir haben wollen. Vielleicht eine schöne, washy Fläche. Jetzt sind diese Becken, wenn man sie dann kauft, oft zu schwer. Ja, wir wollen natürlich, oder viele von euch wollen natürlich so moderne Sounds haben, wie Brian Blade oder Bill Stewart oder sowas. Ne? Und dann kommt man sozusagen mit einem Brocken, der irgendwie dann fast 3 Kilo wiegt und mehr, kommt man natürlich nicht weit. Das kommt so ein bisschen aus der Zeit, ja, wenn man so denkt, gut, früher Billy Cobham oder so, die ganze Fusion-Zeit, wo ultra schwere Becken gespielt worden sind, auch weil sie auch laut sein mussten. Weil vielleicht die Mikrofone auch nicht so die besten waren für das Thema oder überhaupt nicht an Mikrofone und gute Overheads gedacht worden ist, gerade live, hat das durchaus Sinn gemacht, heute nicht mehr. Ne? Das heißt natürlich, okay, schickt mir eure viel zu schweren Flat Rides, damit wir sie leichter machen und schöner und ein bisschen mehr Wobble und ein bisschen mehr Trash rein. Ich werde dieses Becken leicht hämmern und vom Gewicht auch eine Menge runternehmen. Ich werde es vorher wiegen und nachher wiegen natürlich, aber hören wir es uns erstmal an und gucken uns das an und dann mal gucken, wenn es die Zeit erlaubt, sage ich am Schluss auch noch ein paar Sachen zu dem Becken. Gut.
So, jetzt ist das wunderbare Sylian 20 Zoll Flat Ride fertig. Ja, und ich dachte, ich mache nochmal eine kleine letzte Nachbetrachtung, um noch vielleicht mal ein, zwei, drei Seiten zu sagen. Wir haben es jetzt quasi auf dem idealen Gewicht. Das ideale Gewicht für das Back ist, wie ich finde, 2243 Gramm. Und damit ist es sehr leicht, butterig, weich, luftig, hat nicht mehr diesen nervigen Ping, irgendwie der super brutal laut ist. Man kann es vor allen Dingen jetzt auch ancrashen, was natürlich manchmal auch gewünscht ist, bei einem Flatride will man ja manchmal. Und dann macht das Sinn. Oh, wenn ich jetzt gerade schon mal hier das so schön sehe, dann kann ich das ja mal, ich hoffe, das spiegelt nicht zu sehr, kann ich nochmal kurz die Markierung erklären. 20 ist natürlich selbsterklärend, ist die Größe immer. Hier rechts ist bei mir immer die Grammzahl, das heißt hier in diesem Fall der 2243, also 2243 Gramm, ne, 2,2 Kilo. Und das M steht immer für Modifikation. Ne? Also hier hatten wir ein ganz normales Becken von einem anderen Hersteller, das modifiziert worden ist. Demzufolge steht hier ein M. Und nochmal meine bescheidene Signatur, dass jeder weiß, ich habe das Becken mal bearbeitet. Ja, sehr schönes Teil. Also ich freue mich, wie gesagt, immer über Flat Rides, weil es ist so eine kleine heimliche Liebe von mir. Irgendwie, ich finde die Becken immer sehr toll. Und das ist wirklich sehr schön geworden. Ihr habt es ja vorhin gehört, ist aber dann sozusagen im Soundcheck. Und ja, könnt euch ja euer eigenen Geschmack und euer eigenes Urteil dazu bilden. Ja, es hat viel Spaß gemacht, irgendwie dieses Becken. Ich mag das. Jetzt geht das an den Kunden, wird wieder sorgsam verpackt und geht wieder gleich zurück, damit der Kunde da viel Spaß dran hat. Und in diesem Sinne, jetzt muss ich selber überlegen, wo das Becken hingeht. Ich glaube, war es Leipzig? Ich weiß es nicht mehr genau. Egal. In diesem Sinne, viel Spaß mit diesem wunderschönen Becken. Schickt mal eure Flatrides. Holt die Flatrides aus euren Kisten, aus euren Beckentaschen, die irgendwo im Proberaum vor sich hin schimmeln und macht was mit. Oder spielt sie einfach mal, wenn sie selber schon gut klingen. Oder nehmt sie in die Hand und schickt sie mir, damit wir sie wieder zu schönen, wunderbar klingenden Instrumenten machen können, die auch live gespielt werden und nicht bloß in der Proberaumtasche rumliegen. In diesem Sinne, ich danke euch, wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann, euer Chris. Tschüss.